Hallo, hier ist Andreas Günther von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in New York. Rosa Luxemburg ist für uns auch eine Eintrittskarte als Sozialistin, als Revolutionärin, als Frau, als Jüdin. Vor allem Linke sind immer gerne bereit, unter dem Namen von Rosa Luxemburg zusammenzukommen und zusammenzuarbeiten. Entsprechenden Raum nimmt Rosa Luxemburg auch in unsere Arbeit ein. Da ist zunächst der wunderbare Comicroman von Kate Evans, den wir zusammen mit Verso Books produziert haben. Dann gibt es unser großartiges Buch Rosa Remix, das aus der gleichnamigen Konferenz entstanden ist und in dem Autoren wie Bhaskar Sankara, Richard Wolff und Kate Evans einen neuen Zugang zu Rosa Luxemburg und ihrem Werk aufzeigen. Wir haben im April gemeinsam mit der Internationalen Rosa Luxemburg Gesellschaft in Chicago eine Rosa Luxemburg Konferenz organisiert. Wir haben Barbara Sukowa gewonnen auf einer Veranstaltung, die es auf unserer Homepage auch als Video gibt, über ihre Rolle in Margarete von Trotas Rosa-Luxemburg-Film zu sprechen. Kerstin Schäferhund hat eine Lesung aus Briefen von Rosa Luxemburg gemacht, auch diese gibt es als Video. Und gerade eben haben wir Drusilla Cornells Beitrag über Rosa Luxemburgs ethischen Feminismus herausgebracht auf Englisch und auf Deutsch. Rosa Luxemburg ist also in unserer Arbeit allgegenwärtig und ihr Satz aus ihrem letzten Artikel, ich bin, ich war, ich werde sein, beweist sich hier auf eine ganz neue Art.